Game with Me. Mein Name ist Suavemente und ich spiele heute für euch The Forest. Proudly present in der allerletzten finalen Version. Eine wunderbare kollektive Aufnahme. Die Suche nach meinem Sohn hat endlich ein Ende. Ich habe ihn gefunden. Den Golodel 123. Wie ihr ihn hier seht. In meiner vollen Pracht. So sieht er aus. So. Ich glaube, wir sehen beide gleich aus im Moment. Ja, in der Spieleversion gibt es nicht wirklich irgendwelche Unterschiede. So, dann looten wir mal hier erstmal die ganzen Kofferchen leer. Ja. So, erstmal diesen scheiß Palm hier wegpacken. Jawohl, wieder der Ball hier. Den Ball kann man ja super gebrauchen. Das Wichtigste, wenn das im Spiel geht. Voller Töfte-Ding. Braucht kein Mensch, aber es ist da. Kann man sich nicht nachher, keine Ahnung, wenn du einen Hund hast oder sowas? Wahrscheinlich schon, ja, ja. Oh, ja. Mit E wieder alles einsammeln. Erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Schon lange nicht mehr gezockt. Was ich nicht immer frage, wo ist das Vorderteil vom Flugzeug? Ja, irgendwo verschollen. Weiß man nicht. Ja, wo rennst du da schon wieder hin? Das Lager. Ja, das ist ein Camp oder so, ja. Aber die sind hier nicht irgendwo. Oh, das ist halt eine Teekanne? Jo, eine Pfanne. Eine Pfanne ist das. Oh. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Ich weiß, was wir vergessen haben. Noch eine Pfanne. Was? Ich weiß, ob du es mitgenommen hast, aber die Technikteile meinst du? Ja, hast du mitgenommen? Nö, nö. Aber hier liegt ein bisschen Cash rum. Das braucht man auf jeden Fall. Hier brauchen wir. Genau. Sammeln wir hier noch mal ein bisschen ein. So, wir werden uns mal ein kleines Base hier gleich irgendwo errichten. Dann suchen wir mal uns einen guten Platz. Oh, hier liegen auch Technikteile rum im Lager. Ja. Einfach so, voll easy. Da bist du ja wieder. Zack, komm, ich sammle die auch noch vom Flugzeug eben ein. Wow, Squiggle Wiggle. Wohin haut der denn ab? Wer ist das denn? Wer ist das? Ein Waschbär. Jo, Alter. Waschbär. Uiuiuiui. Ja, hier waren die Elektroteile. Ist es bei dir auch so, dass die Technikteile einfach in der Luft waren? Ja, die lagen da einfach so rum. Da habe ich mir auch gedacht gerade. Oh, cool. Sind Zauberer. Komm, hier sind noch ein paar Kisten, die wir öffnen können. Hier sind immer wertvolle Energy Drinks drin und so. Mhm. Weil auch jeder Mensch normalerweise auf den Flughafen Energy Drinks und den Denken nimmt. Na klar, natürlich, hat er jeder im Koffer. Schließlich nicht im Handgepäck, ne? Wir müssen ja hier die Koffer öffnen. Ja, ja. Weil wenn du was trinkst, sagst du auf jeden Fall, dass ich hier den Flugzeug kann. Ich muss... Wahrscheinlich ist er genau im Flugzeug, ist abgestürzt. Kurzer, lass auf jeden Fall gleich als erstes mal irgendwie hier dieses Schiff suchen. In dem Schiff gibt es nämlich immer hier diese komische Knarre. Ja, meinst du? Ja, genau. Oh cool, ich kann die Koffer looten, die du geöffnet hast. Ja, jeder hat sein Erkenntnisbuch. Ja, das ist ja voll cool. Aber ich nicht doppelt. Oh, wie? Kein Wasser? Komm. Nee, guck mal. Ich esse gerade zwei Sachen. Ja, ein Riegel oder so, genau. Komm mit, hier sind blaue Bären. Okay, ich hab Cash. Okay, warte mal. Guck mal, hier ist ein Häschen. Das nehmen wir doch mal. Oh, warte, ich hab Ich hab das Häschen aufgenommen. Ja. Thirsty, find clear water to drink. We need water to drink. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier. Ich muss mir Blatt. Blaue Bären kann ich essen. Ja, ich bin schon. Wo kommst du? Hier ist irgendwo Wasser. Wir müssen einen See finden, wo wir ein bisschen was trinken können. Ich meine, das ist eh nicht gut, das Wasser. Wir müssen das irgendwie filtern, aber ich weiß noch nicht, wie das geht. Ja, okay, kurz Baum hochklettert. Werden wir mal in den folgenden nächsten Folgen mal herausfinden, wie man das hier jetzt alles macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, ist auf jeden Fall eine super Version geworden. Also die Grafik ist schon ziemlich improved, sieht alles ziemlich hammer aus. Hier mit dem Blätterfall und so sieht sehr realistisch aus. Oh, ein paar Stöckchen hier mitnehmen. Auf dem Weg kann man immer gebrauchen. Oh, ein Vögelchen. Die Stöcke, die du aufnimmst, kann ich trotzdem aufnehmen. Ja, das ist genial. Das heißt, wenn wir einen Baum fällen, haben wir zweimal den Baum. Ja. Oh, warte, ich kann nicht mehr Sticks. Oh, Grande, was ist das? Ach, das bist du. Du läufst mir hinterher, das höre ich gerade. Ich denke schon. Was da ist nicht mehr bei dir. Oh, scheiße, okay, egal, lass die mal rein.
Kommst du, lass uns mal hier den See finden. Aber ich hier ist irgendwie das Meer, glaube ich, oder? Ja. Nee, hier ist ein See. Und irgendein Ausguckpunkt. Schau mal. Ja, ich seh's. Kann man hochklettern? Wir gehen mal hin. Warte, wir gehen jetzt erstmal was trinken. Ja. Hier. Ja, ich schwimme mal hier durch. Das sieht auch viel besser aus hier mit dem Wasser. Man könnte hier überhaupt nicht hier... Man kann auf jeden Fall auch einen Schluck trinken. Auf jeden Fall macht er dann. Wahrscheinlich, wenn man den Schluck trinkt hier. Aber das Wasser sieht schon um einiges besser aus von der Grafik, als es vorher war. Muss man ganz ehrlich sagen. Also. Guck mal, so, wenn du dir das anguckst, du könntest ja überhaupt nicht vom Wasser stehen. Hier die Seile, guck mal hier. Im Boot sind Seile. Die brauchst du auf jeden Fall, um nachher so Sachen zu basteln. Jojo, da gehen wir mal hin, mal gucken, ob wir da hochklettern können. Wenn hier irgendwo ein Stock rumliegt, können wir uns auch einen Speer bauen. Und mit dem Speer können wir dann fischen. Aber okay, ich sehe hier noch keine Fische, also irgendwie ist das Wasser ziemlich leer. Wollen wir Sand jagen? Wie kommen wir hier hoch? Das ist eine Textur einfach. Nee. Vielleicht hier. Nee, da kann man nicht hoch. Nee, das ist eine Textur einfach. Nur damit es schön ausschaut. Sieht es auch, muss man ja sagen. Wir bauen uns einfach selber einen Aussichtspunkt in der Nähe von dem Wasser. Wollt ihr hier bauen? Oder da rum? Da, wo nur die zwei Fichten sind, da. Da wollte ich hinschauen. Ja, können wir bauen, aber jetzt lass uns erstmal irgendwo Ausrüstung suchen. Ja, hier oben lang. Lass mal hier oben schön, lang und suchen. Die Namen sieht. Ja, ja, das ist cool. Das sich sehr scharf verlaufen. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Und ich hoffe, das klappt auch mit dem Speichern und alles, dass wir hier zusammen speichern können. Okay. Hier sind irgendwelche... Ich wollte ziemlich in Energy Drink rein, weil mein Typ stimmt schon und der hat keine Ausdauer mehr. Oh, meiner kann rennen. Hier sind Beeren, ne, wo ich stehe hier. Hier sind unendliche Beeren. Ich ziehe mir mal einen Strauch rein, den anderen kannst du dir reinziehen. Mhm. Hier sind noch welche. Ne? Da ist nämlich eine Drogenpilze. Zack. Hier sind zwei Stück noch. Zwei Sträucherbeeren. Einmal rechts, einmal links. Ach so, okay. Die blauen Beeren hier links und rechts von dir. Ja, die? Die kann man essen hier. Achso, hier, das sind weiß bei mir. Das sind weiß. Echt? Bei mir sind dann blaue. Das sind, bei mir sind die weiß. Kacke, dass ich nicht pflücken kann. Oh. Ja, wenn du die isst, dann bist du krank. Und die hier? Sind die auch bei dir weiß? Welche? Wo? Ja, also sind die bei uns verschieden. Okay, ja, ist auch nicht schlecht gedacht, dass du unterschiedliche Not hast und so. Guck mal, hier ist ein Häschen wieder. Hey, wo ist das? Ich will da packen. Warum kann ich das nicht fangen? Ich fange dich. Ich krieg das nicht. Na egal. So rennen wir jetzt hier eine Stunde noch dem Hasen hinterher. Oh, was ist das denn hier? Hier war noch ein Strauch, den man mitnehmen konnte. Jupp. Guck mal, hier ist ein schöner Strand. Da ist schon wieder ein Aussichtspunkt. Nee, Punkt so, von denen. Das doch, ist doch. Eine Textur. Ja, ja, so ein, ja, ja, ist aber so ein Aussichtspunkt von diesen Jungos hier. Ich habe hier gerade meine Sichtweite vergrößert. Und obwohl ich sie auch vergrößert habe, habe ich trotzdem nicht so eine ultra Sichtweite. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber... Nee, nee, hat man auch nicht, nee, nee. Ja, guck mal, bei mir kommt... Oh, guck mal, hier ist ein Container. Das ja, ist aber neu. Ich habe eine Sichtweite, siehst du? Wenn ich hier stehe. Ist es bei dir auch so? Ja, 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 ich auch. Schau mal. Ist ja ultra wenig. Ich kann so Richtung Berg gucken, aber weiter auch nicht. Ja, dann sieht man das krass. Oh je, was ist denn hier los? Ja. Was ist denn hier in den Containern drin? Bei dir waren die Schäder. Ja, bei dir waren auch die Schäder. Ja, ja. Ist ja noch keine Endversion, ne? Ja, da ist nichts. Da ist nichts. Bei mir auch nicht. Hier drin könnten wir uns... verstecken. Ja. Guter Verteidigungspunkt und da kommen auf jeden Fall nicht so schnell die Leute durch. Da ist Alkohol. Ja, yeah, cool. Bei mir auch. Könnt ihr auch nehmen. Sowieso am Wasser sind oft irgendwelche Flaschen und so, deswegen lohnt es sich oft hier am Meer entlang zu laufen. Ja, dann müssen wir uns mal anfangen, ein Haus bauen. Ja, würde ich auch sagen. Guck mal, wie viele Hausgrundsätze sind. Oh, ich habe nicht mehr so viel. Jojo, das sieht auch heftig aus. Lass uns mal hier noch entlang laufen. Was ist denn da oben? Oh, hier sind Naki, da ist Toto. Guck mal. Aha. Und jetzt? Den können wir schleppen. Schau mal. Ja, guck mal. Als ob wir den lagern können. Guck mal zu mir, guck mal zu mir. Bei mir? Hast du keine Leiche? Guck mal, guck mich an. Und dann müsstest du mich eigentlich sehen ohne Yo. Leiche. Jo. Warte, wenn ich die droppe. Nee. Ist hier auch nicht da, ne? Einzige. Ja. Würde das heißen, wenn ich mir ein Haus baue, dass du es gar nicht siehst?
Normalerweise nicht. Also, das müsste dann normalerweise funktionieren, dass wir uns zusammen hier was aufbauen, weil das wäre ja Blödsinn dann. Steine kann ich nicht mehr tragen, nix. Also ich bin schon voll. Wir müssen uns mal hier irgendwo echt ein Häuschen bauen. Aber wir haben noch keine versicherbare Essensquelle gefunden. Also irgendwie sowas wie ein Teich, wo wir fischen können oder sowas sollten wir auf jeden Fall aussuchen und da in der Nähe ein Häuschen bauen, damit wir uns immer gut versorgen können. Ja, nicht so schnell. Ich hab nicht so viel. Ja, ich auch nicht. Ich muss ja jetzt wieder nachtanken. So, da muss er ja immer loslassen und dann geht es immer weiter. So, guck mal, oh, da vorne ist ein Dorf von denen. Oh, nee. Ich frag mich jetzt, ob wir einzeln hier ist auch ein Camp von uns, wie das aussieht, guck mal. Komm, gehen wir hin. Ja, lass mal nachschauen gehen, was da so abgeht. Vielleicht haben wir ja hier. Genau, das hört sich da immer interessant an. Okay, hier ist ein Grill. Boah, das ist Hase. Hätten wir gebraucht. Grill? Kann man nie einsetzen, glaube ich, also. Nee. Man braucht ja nur noch so Bratpfanne und ich habe eine. Da ist der Koffer. Da sind wieder die Verreisenden. Bei mir sind die erlaufen. Nee, bei mir nicht. Ich habe eine Uhr gefunden, weißt du, was man damit machen kann? Ja, eine zeitgesteuerte Bombe. Ich gehe hier den Oberteich, ist noch was. Hier sind Fische, oder? Ja. Wo bist du? Und ein Speer ist hier auch auf jeden Fall. Guck mal, und Fischlein sind hier auch. Komm, mein Sohn, wir bauen uns hier ein Häuschen. Wie? Ich sehe keine Fische. Hier sind auch Fische, hier vorne. Wo? Da vorne drin. Ja. Hier schwimmt doch einer lang. Vor mir direkt. Ich sehe da keinen. Warte. Siehst du den jetzt? Ich spieß den auf. So. Ne, wieder nicht. Kannst du mich vielleicht ein Loot droppen? Ja, bestimmt. Aber lass uns erstmal hier ein Häuschen oben in der Nähe aufbauen, weil. Ja, machen wir dann direkt. Das hier. Ist schon sinnvoll hier. Da, komm, ich würde empfehlen. Hier, ich glaub, ist ja schön da. Ja, hier unten ist auch direkt deren Basis, ne? Also. Ja. So ein bisschen frech. Ja und? Dann machen wir die halt aus. Lass es mal in die Richtung bauen. Ich mach hier ein Feuer, ne? Hier, ja, lass mal hier so bauen, in der Richtung. Da hier sind auch genug Bäume. Und hier auf der Höhe, hier kannst du irgendwo anfangen. Na gut, dann baue ich hier die Bäume. Gucken wir uns mal eben an auf Basic Tutorials. Ich fange hier an mit dem Bau. Ich höre schon wieder da Dings. Aber die Baustellen müssten wir eigentlich zusammen sehen, weil sonst ist das ja echt Blödsinn. Ja, und wenn sie dann noch sagen, weißt du, was wir alle so gemacht haben und dann immer noch nicht so gemacht haben, dass der Multiplayer nicht funktioniert. Ja, das wäre Blödsinn auf jeden Fall. Dann brauchen sie gar nicht noch so, um zu sagen, dass sie voll cool sind. Ja, ich glaube, ja. Gut. Weißt du, dass du drei Holzer gleichzeitig tragen kannst? Echt? Ja, du musst einfach die ganze Zeit dann E drücken, komm, und dann zieht danach das dritte Holz. Das ist ein Glitch. Okay. Und normalerweise kriegst du das nicht, aber oh, jetzt ist er wieder aus der Hand gefallen. Okay. Das wusste ich noch nicht, muss ich dir. Okay, guck mal auf meinen Bildschirm. Dann kannst du nichts davon auswählen hier. So. Ja, ich seh's. Ich seh dich hier, wie du das hier vor mir hin und her zauberst. Du läufst ja an mir vorbei. Ich check nur gerade ab hier, ob ich hier irgendwie die Wände bauen kann. Wie machen wir denn hier? B. Shelter. Machen wir so einen kleinen? Oder so? Machen wir so Cabin. Lock Cabin. Ich frag mich echt, was ich hier machen kann. Ich kann nichts basteln. Basteln hier. Ich kann keinen Boden bauen, kein nix. Was ist denn jetzt hier passiert? Custom Building. Plattform. Das geht, ja. Ich mach ja so Small Cabin, ne? Wo? Hier, guck dann zum Meer. Zum Meer, nicht zum Meer, sondern zum... Sicher? Teich. Willst du hier einfach nur ein Haus hinstellen? Ja. Okay. Ich dachte, wir bauen hier ein Baumhaus oder so. Das kannst du machen, aber ich mach hier einen kleinen Shelter noch. Hier, guck mal, wo die hinrollen, ey. Aber die Baustelle von dir sehe ich auch, also das funktioniert ja, schon mal. Ja.
Aber ich weiß, dass die Schwimmboote, die Schwimmhäuser verpackt sind. Das weiß ich. Okay. So. Wir müssen es schneller machen. Ich kann keine Custom Flows bauen. Ich baue das Feuer in der Zeit. Ja, wollte ich gerade sagen. Mach's mal. Wo ist dieses Häuschen? Wo hat die Tür? Ach, meine hat keine Energy mehr. Das ist für die Energy Drinks. Oh, Alter, es ist gerade übelst dunkel geworden. Oh, ja, aber wir haben ja eine Taschenlampe dabei, ne? Wir machen ja. Oder ein Feuerzeug mit L. Feuerzeug mit L einfach öffnen. Zack, Lego angecheckt hier. Zack, zack. Yay. Was soll ich jetzt mit dem Bau machen, oder? Ja, das Feuer ist gleich fertig hier. So, es brennt. Ich mache hier die ganze Zeit hier die Luft. Das Feuer siehst du jetzt, ne? Ja, ich seh's. Einfach. Perfekt. Wir sind wahrscheinlich Luft aufsammeln, bevor sie verschwinden. Das ist ein Reh. Ein Reh. Ja, wenn wir ein Dings haben, einen Bogen haben, dann können wir das auch. Handeln. Ja, ohne Hin und Aber. So, dann helfen, wo ist das Holz? Hier. Hier rollt ein Dings. Ich habe noch eins. Ja, ich wollte die Rollen überhaupt überall hier. Hier, zwei Stück sind hier runtergerollt. Ich bringe die einfach mal zu Kevin. Ich sehe sogar noch ein drittes. Der kann es weiter rausfinden. So, das ist der nächste. Jojo, dann haben wir es gefährlich. Ja, Ah, der nächste Leguan ist mir entwischt. Schade. So. Wir müssen jetzt noch ausfallen hier, ne? Oh. Dann kann ich mit dir machen, vielleicht geht's schneller. Nee, geht glaube ich nicht. Aber ja, probieren, testen mal. Jo, das geht wirklich. Wie geil. Das ist ja echt. So, ich versuche sofort die Bäume aufzunehmen, weil die müssen wegreifen. Mann, aber ziemlich weit weg hier noch. Hier rollt noch einer hier hinten. Oh, dann hast du hier eine Zwerge überhaupt mitgenommen? Ja. Ja, warte, du kannst hier drei mitnehmen, aber egal. Hier rollt noch einer auf. Voll der schöne Vollmond auf jeden Fall. Das haben sie auch hier. Dann ist es schon schneller als bei dir. Ja. Das ist die Einstellung wahrscheinlich in der Grafikkarte. Noch ein einziges Holzstückchen brauchen wir. Dann haben wir unsere erste kleine Hütte hier fertig. Komm mit mir. Wo ist denn der? Wir wissen schon wieder. Wo ist der Name? Da. Zack. So, choppen wir den mal schnell down. Voll lustig, jetzt hört man auch beide Handgeräusche so. Und weg ist der Baum. Der bei mir leckt, der wieder mit der Welt. Die liegen im Wasser, ich hol mal die im Wasser raus. Oh, hier sind schon wieder blaue Bären. Ja, bei mir sind es sicherlich jetzt drin. Bei mir sind es hier unten blaue Bären auf jeden Fall. Bis das Reh gecheckt hat, dass ich hinter ihm stehe, hätte ich ihn gerade vorher nicht rausgehen, aber. Aber jetzt ist es eh fertig, cool. Die Kabelgrößer können wir drin abstellen. Den brauchen wir nicht, wir bauen hier direkt. Zack. Moment, ich baue direkt ein Beet hier. Wo konnte man ein Beet bauen? Ein Boot will ich nicht. Water Collector. Meine ist voll verfressener Typ. Der ist du, ist einfach nur. Guck mal, hier haben wir einen Water Collector. Ich weiß nicht, was diese Schale ist, wo man die herkriegt. Lock Collector, wo ist er? Hier. Water Collector, hier vorne. Ach, Water Collector. Ja, ja. Also. Ein Stein, ein Lief, was braucht er denn? Deer Skin. Decorations. Climbing Rope, wenn man hier alles basteln kann. Ach, wir brauchen Turtelschelle. Nee, ich wollte dann. Ich muss irgendwas essen, ich will hier kurz irgendwas jagen, okay? Mach das. So, ich wollte doch hier für unser Essen was bauen. Oh, schöner Leguan. Da, war's doch. So, hab ich den Leguan geholt. Sehr gut. Ich baue einen kleinen Garten hier. Vorne hin, neben dem Water Collector. So. Und was braucht ihr hier? Das ist doch kein Stein. So, wie lange muss er jetzt graben eigentlich? Das ist ein Schildkrötenpanzer. Ja. Das brauchen wir. Und ich weiß nicht, wie man Schildkröten tötet.
Warte, ist mein Essen weg. Du brauchst auch Essen. Oh, dann nimmst du zuerst oder geh ich? Ja. Nee, mach du. Ich hab hier meine. Ich hab mein Essen hier. So, weil ich hab kein Essen. Ah, jetzt ist zum Essen fertig, oder? Hallo? Mit E kannst du ihn wieder nehmen. Ja, ich kann ihn nicht essen. Ah, jetzt. Ich bin jetzt gegessen. Endlich. So. Ich hab auf jeden Fall noch genug Futter. Ja, ich geh noch was jagen, ne? Mach das. Rabbit Feuer, daraus kann man sich ja auch hier wieder irgendwas machen. Ja komm, koch mal schneller. Die Hasen sind auf jeden Fall viel schwerer als Lego dazu. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Schildkrötenpanzer, um hier sauberes Wasser zu sammeln. So, ich bin jetzt auch satt gefuttert. Jo, schauen wir mal nach hier. Ob denn hier. Oh, hier ist noch ein Lego an. Sehr gut. Ach wunderlich, bei mir war das Gras auf extrem. Zack. Dann wundere ich mich noch, warum das leck war. Jawohl. Oh, die sind alle tot hier in dem Dorf, ne? Ich bin hier gerade in deren Dorf. Hier sind Seile ohne Ende, geil. Da gehen wir erstmal rein, holen wir uns die Seile. Hier ist irgendwie eine Schlachterbank, das sieht auch nicht lecker aus hier. Es sind jetzt wohl zwei unterschiedliche Völker hier am Leben, ne, die sich auch gegenseitig bekämpfen. Ja. Mhm. Ich meine, davon im Forum irgendwie gelesen zu haben. Ich hab den erwischt. Oh, hier liegt was. Alkohol, Elektroteile, ja, Kohle liegt hier. Lol. Da laufen die schon. Oh. Was sind das für welche? Welche, wo, oh, was? Irgendwelche, so welche, die sich so nach vorne bücken. Guck mal. Ich sehe da niemand. Hier, der kommt. Irgendwelche Gomlins, jo, andere. Geh zu unserer Stelle, sterb doch nicht da vorne wieder. Ja, dann komm mir doch helfen. Ah, die treffen sich jetzt gegenseitig an. Ja? Ja, der eine hat Jungen gebracht. Und jetzt kriegst du von dir. Geil. Ja, dann geh doch weg. Dann denkt er noch, du bist Freund von dem anderen, den er gerade abgemoxt hat. Okay, ich hab eine Leiche. Hier jetzt? Liegen auch Leichen. Ja, ich wollte nach einer Schildkröte gucken hier vorne, weißt du? Der kriegt mich nicht tot, das sag ich dir. Ich bräuchte Hilfe, ich hab richtig wenig Licht. Ja. Bis du kommst. Wo bist du denn? Ja, ich hab doch gesagt, wir gehen da unten zu dem Ding. Was machst du denn da? Der ist da reif null beim Geschick. Ich sehe da, wie du da abgeschlachtet wurdest. Ja, ich laufe mal hier hin. Aha. Guck dir da an hier. Da sind die Kollegen. Ja, hier liegt einer. Gib ihnen von mir ein bisschen aufs Maul. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier rein und save unser Häuschen. Krieg ich auch eine neue Axt? Ich krieg keine neue Axt. Ich hoffe, du kommst mal hier hin. Ja, aber ich krieg keine neue Axt. Gut. Komm her, ich gebe dir eine. Ja. Können den ganz einfach rausziehen. Wow, ich werde zusammengeschlagen hier. Durch die Tür durch. Will ich aber nicht. C. Saven. Ich save mal eben kurz hier. Wie das hier aussieht. Und dann gehen wir mal hier vor die Tür. Weil die Tür sieht aber auch, ey, aus wie gar nichts hier. Zack, gib den erstmal hier. Der verliert ein paar Zähne hier. Sieht schon mal gut aus, als ob der abhauen will. Ich will jetzt nicht ins Wasser schwimmen. Ich bekomme ruhig alle Beine hier. Ich bekomme ruhig alle hier. Ich habe auch, glaube ich, 2. Ich habe 10.000 Zähne hier aufgesammelt. Zähne aufgesammelt? Ja. Und mit Honig irgendwie kannst du die dann noch links an die Wachen kleben. Oder mit so einem Mann. Oh, das ist doch einer. Ich habe einen aufs Maul bekommen. Ich muss schnell zurück. Ich gehe jetzt auch rein. Im Häuschen rein. Aber in dem Häuschen kriegst du auch, ne? Also. Ist kein richtiger Safe-Punkt. Besser ist es doch, ein Bauhaus zu bauen. Hä? Du hast eine Brille jetzt auf. Ja, deine verreckt gerade, weil er am Feuer steht. Chill mal. Wie geil ist das denn? Ja, cool. Gib mir mal Angst. Mal her. Ja. Wie kann ich die denn droppen hier? Mit G? Funkgerät hier. Ja, dann muss ich halt ohne Axt leben, wa?
Nee, du bist denn gestorben? Hier vorne irgendwo, oder? Da muss deine Aktie liegen. Ach, jetzt habe ich alle meine Sachen wieder. Ja? Ja. Siehst du? Aber weißt du, was wir daraus machen können? So richtig geile Effigies. Ja, weil hier so viele sind. Ja, und jetzt, übrigens, man schneidet jetzt einzeln die Teile ab. Jo, krass. Aber hier sind erstmal 10 ohne Ende. Ich muss ja erst den Fuß abschneiden. Wir müssen irgendwie Harz finden. Und in dem Harz um 10 kannst du dann... Jo, habe ich hier. T-Sap habe ich gefunden. Krass. Ja, ich mach die. Kann ich das hier drauf machen? Leiche klein. Zack. Wie ist denn dann klebt der hier die Steine dran? So, wo? Ja. Guck mal, was ich dir für eine schöne Puppe gemacht habe. Ich komme. Das ist direkt vor dir. Oh, ich erfriere. Wo bist du? Aber das ist ein dunkler. Gut. Ich muss mal hier kurz so ein Teil hinbauen, damit wir ein bisschen wärmer haben in der Nähe. Eins hab ich vor dem Kopf. Alles was du wollen. Haben wir schon mal unseren kleinen ersten Angriff überlebt hier. Okay. Die Geier. Wollten die uns einfach so mal packen? So geht das aber nicht, ihr Freunde. Freunde der Sonne. Und schon haben wir hier die nächste Fackel aufgebaut. Ach, hast du auch eine gemacht? Ja, ich habe hier noch eine Fackel hingebaut, genau. Ach nee, du hast sowas hingebaut, FG. So, das ist unser Hunting Shelter sozusagen. Oh nee, das war zu groß zu sein, das will ich gar nicht. Kein egal, komm, nehmen wir. Nein, ich will jetzt nicht mehr wegmachen. Doch, zerschlagen kann man die irgendwie, oder mit C. Nee, ich glaube, mit C konntest du das machen. Die ist schon bereit gesetzt, also... Geht nicht, aber egal, ich brauche noch mehr. Warum habe ich jetzt hier den Torso von dem Typen? Ja, ich hab den klein geschlagen. Das ist nur noch mal leicht, die werfe ich jetzt ins Wasser, damit die Fische was zu essen haben. Okay. So, den musst du auch einzeln verschlagen. Der braucht noch Stücke, Steine brauchen wir noch. Für das FG hier. Ja, ich zerschlag hier gerade. Den machen wir doch mal eben hier fertig noch, Leute. Hier. Das ist doch mal eben locker. Oh, so. Da hat uns einer gesehen, da hat uns einer gesichtet. Ich habe die Augen gehört. Oh, der ist bei mir, der ist bei mir. Ja, der ist bei dir, ich sehe ihn. Ich gebe ihn jetzt. Boah, da hat er. Aber gut, dass er da ist, weil wir brauchen eh seine Beine und so. Aua. Sterb, Typi, sterb. Oh, wow, wow, der hat mir jetzt aber gegeben. Jetzt muss ich erstmal Energie zurückkriegen. Ja, die Leichen können wir da lassen, weil wir müssen die sozusagen. So, brauchen nur noch Stöckchen. Ach, und da vorne lagen doch am Strand, liegen noch genug Ballis, aber mach dir mal keine Sorgen. Wo ist der Typ? Hier ist noch einer. Da hat uns noch einer gesehen. Nein, nein, oh nein. Kurz nicht aufgepasst, habe ich direkt hier auf die Kiste gekriegt. Nein. Oh shit. I. Nein, Leute, was ist das denn? Unglaublich. Zum Glück ist man nicht tot und kann direkt weiterspielen. So, wo bist du? Da hinten. Ich sammle unterwegs schon ein paar Stückchen ein. So. Ich renne mal zu dir. And I'm running and I'm running and I'm running away. Yeah, weiter geht's. So, oh, die Stöckchen werden voll. Das heißt, wir können gleich den FG direkt abschließen. Darauf habe ich auch schon Bock. Sieht bestimmt lustig aus. Wir brauchen nur noch Köpfe. Und weißt du, wie geil das jetzt wäre, wenn ich jetzt hier so eine Schildkröte unterwegs auch noch finde, dann wäre das nie umsonst gewesen hier der ganze Weg. Und nö, wie lange muss ich denn jetzt hier noch laufen? Ich muss hier durchs Wasser jumpen. Ja, geil. In den Kopf mit. Den Kopf soll ich hier mitbringen. Nee, das hab ich jetzt zum Ende. Dann wollte ich den Kopf nicht aufgeben. Okay. Toll, ich hab nix. Ich hoffe, bei meiner Leiche liegt der ganze Loot. Ja, ist da. Als Package oder so. Wenn du drüber läufst, gibt's was. Und der kann sich ja nicht, glaube ich, aus dann. Das wäre jetzt uns richtig mies. Na, geht das jetzt mal hier schneller voran? Oh nö, der schwimmt hier wieder durchs Wasser.
Aber die blauen Beeren nehme ich hier mit. Hier. Ich will ein bisschen Energy. Stücke noch gesagt. Habe ich. Oh ja, da steht meiner als Leiche. Guck mal. Kannst du überlaufen. Super. Du hast wieder eine Ablenkung. Köpfe. Jawohl. Noch vier Stücke und ein paar Köpfe. Also ich gehe die Köpfe davon und auch sammeln. Da sind sie hier. Die Köpfe brauchen wir ja auch. Ja. Gucken wir mal. Komm, hier vorne lang, dann noch gleich. Seine, das weiß ich. Hier liegt dann noch gleich. Ich schon Köpfe, ne? Brauchen wir von dem. Weißt du, was ich nehme? Die Seiten. Ja, die brauchst du auch. Alk. Hier liegt noch eine Leiche, hier lag auch noch irgendwo eine Leiche, aber hier ist erstmal ein Leguan wieder. Alk, Geld. Geld hatte ich da auch, ja. Hier unten lagen doch noch Leichen hier vorne. Wir waren doch gerade hier an so einem ganzen Leichenmeer. Ja, ich bin jetzt im Dorf da. Hier ist ein Häschen. Schmubbeldubbelhäschen. Ich muss auch hier die Köpfe abschlagen. Noch ein Häschen. Ich habe auch einen Kopf. Also mach ihn ran. Aber hier waren doch gerade noch welche. Wo sind die alle hin? Hier vorne liegt, glaube ich, einer in der Wiese. Sieht zumindest so nach Torso aus. Ja. Perfekt. Da haben wir dein Köpfchen und anvisieren. Ja, jetzt haben wir gleich noch einen. Oh komm, im wahren Leben bräuchtest du doch deine drei Schläge, Kollege. Dann kommt wieder ab. Oh, hat er seinen Arm auch noch mitgenommen. Ich komme auf dich zugerannt. Und dann haben wir das FG fertig. Warte, wer ist noch im Kopf? Den finden wir gleich fertig. Ja, den habe ich gerade auch abgehackt hier. Ja, bei mir ist er immer noch da. Also, ach stimmt, ja, wir haben einen gesucht. Ist doch gut. Neun Köpfe. Oh Gott. Ich gehe das andere Kopf auch abfangen. Das dauert auf jeden Fall noch, bis wir die fertig haben. Und die nächste Nacht fangen wir es wieder. Schmuckstück? Ich würde sagen, haben wir jetzt schon fast fertiggestellt, Leute. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Wir gehen jetzt mal eben hier ins Häuschen, saven und verabschieden uns von euch. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei, so wie wir es dabei hatten. Mal gucken, wie es weitergeht mit der Forest. Und ich hoffe, das Safe Game funktioniert. Also danke, bye bye. Und noch einen schönen Tag.